Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Eras Total Conquest, einem Medieval 2 Mod im Jahre 970. Haben wir die erste Kampagne. Wir haben noch 970, es ist wahrscheinlich Winter, schauen wir mal. Ja, es wechselt immer ab. Sommer, Winter, Sommer, Winter. Jo, toll. Wir haben in der ersten Part ja eine Stadt erobert mit dem Prinz Adut. Und ja, mit dem König sind wir hier. Ja. Mit dem Istgat, genau. Istgat. So, und ja, wir haben einen Freund, einen Alliierten. Das ist wahrscheinlich einfach Türkei. Und heißt in diesem Spiel natürlich Hamdanit-Dynastie. Jo. Vom Hauptspiel. Ich glaube, das ist ungefähr das gleiche Wappen noch geblieben. Und wir haben, ja, so ein schwarzes Wappen. Cool. So. Ja, jetzt schauen wir kurz in Bagdad. Was haben wir denn noch? Wir könnten vielleicht nochmals etwas herstellen. Wir warten aber noch auf den Markt, genau. Wir sind eigentlich mit der Runde fertig. Wir können gleich die Runde dann. Und jetzt sind die Gegner am Zug, die gegnerischen Völker, beziehungsweise auch unsere Alliierten, also alle neutral noch zu uns. So. Oh, der König. Ja, der Eroberer. Nein, Emperor heißt, ja, der Dominierte, der Dominante. Glaube ich, und also einfach der König von den eigenrömischen Reich ist tot und auch von Dänemark. Okay. So, und uns wurde eine Braut präsentiert, die ist einfach scheinbar ja von keinem Reich eine Königin oder so. Prinzessin, denke ich. Okay. Nagnanomosil ist eine Stadt? Nö. Weiß nicht. Ah, vielleicht hier Nagila auf Musul. Könnte eigentlich. Schau ich mal kurz. Da ist keine Prinzessin. Okay, dann heißt sie einfach so. Ja. Wir vermählen sich. Schauen wir mal. Ja. Okay. Nagla ein Daula. Ist ja die gewesen, glaube ich. Okay. So ein bisschen noch verwirren, dass er sieht es nicht so gut. Jetzt möchte ich aber schauen, ob dort oben auch noch ein anderes Volk ist. Na. Ich weiß es natürlich nicht, ich habe nicht geschaut. Wie ihr wünscht, Sultan. Ich möchte das meiste noch kennenlernen, ja. Es ist irgendwas Liles, hier ist auch grau, okay, das heißt Rebellen. Und hier wird hoffentlich so langsam dann der religiöse Aufstand weg sein und gar nicht kommen. Genau, den haben wir hier gemacht. Und so, ein Krieg zwischen Cordoba, das ist in Spanien, und León, das ist auch in Spanien. Zwei Reiche in Spanien. Und Fadinit Qalibeit Qalibeit hat ja eine gute Beziehung zu uns. Also ein bisschen bessere Beziehung und also gute Beziehung. Ja, und die Hochzeit hat stattgefunden. So, nochmals eine Runde, okay. Aber das geht langsam, also die Aufstände sind nicht mehr. Doch, also es ist Unruhe, aber keine Aufstände. Unrest, das ist einfach, ja, weil die Region nicht zusammenpasst. Ja, wir haben noch viele Schia. Das ist scheinbar hier rechts unten eine Religion. Und muss halt behoben werden. So, die Stadt sieht sehr cool aus. Wir haben ja auch Sulfur und Seide. Sehr schön. Jetzt gehen wir auch mit dem hier. Ihr wünscht. Ah, haben wir schon. In der Runde. Ich bin Diener des Islam. Der kann jetzt mal hier runter. Assalamu alaikum. Sofort. Die heutige Reise. So, und hier ist hoffentlich auch nicht gerade so viel Unruhe. Nur ein grüner Mond. So.
Ich freue mich schon riesig auf die From Conquer to World. Das ist ja ein Mod, den ich schon mal gezeigt habe. Hast du wahrscheinlich gleich. So, Bulgarien ist größer geworden. Bau ist gewachsen. Und Spanien auch. Ich habe übrigens einen Submod für die letzten zwei großen World-Kampagnen. Im Conquer the World und noch eine 1540, 43 oder so habe ich doch gesagt im ersten Tag. Jo, Moor Sultan is death. Der Moor von den Mauren, glaube ich. Moor, glaube ich, so Mauren oder so. Also irgendwo im Westen von Afrika da unten links. Können es sein? Eine neue Mission. Council of Nobles, also die Aristokraten geht von den Noblemännern, von den Reichen. Ich muss. Wir müssen erfahren von ihm und er in der Nähe von den Toren der Stadt. Wahrscheinlich Bagdad ist. Oh, da unten. Also wir müssen mehr erfahren von denen da unten. Okay, dafür müssen wir einfach einen Diplomaten runterschicken. Wir schauen mal, ob hier eine Stadt ist. Ich möchte den dann nach unten schicken. Namen. Wie ihr wünscht, Sultan. Bleib du mal da oben. Ah, hier. Wie ihr wünscht, Sultan. Okay, aber wir müssen nochmals einen Diplomaten runterschicken. Deshalb machen wir hier auch noch einen. Und hier, ja, hier ist der Tempel jetzt fertig. Die Moschee. Und eine kleine, wie heißen sie? Maschid. Sunny Maschid. Ayid. Gut, also hier haben wir genau auch noch. Und hier haben wir auch den Markt. Wir haben nur noch eine Runde, sehr schön. Und dann haben wir auch die Kaufmänner. So, wir haben uns nochmals verbessert. Einfach Produktion müssen wir noch steigen. Ja, dafür müssen wir auch wieder die Farmflächen und so Markt halt fertig haben. Dass das auch geht. Ich glaube, der Markt ist aber eher Handel. Ja, muss ja Handel sein. Und wir haben einen neuen, wie sagt man, Enkelprinz. Religion. Reichen in ja, Regeln. Genau, das haben wir geschaut. So, England ist im Krieg gegen Wales, ja, das ist klar. Oströmisches Königreich ist im Krieg gegen Kievan Rus, das ist wahrscheinlich so Moskau, so Sachen, ein bisschen nördlicher von Moskau. Das könnte vielleicht hier links sein, also so Estland. Und Frankreich, nein, es sind die Alliierten geworden, die zwei auch, also Frankreich und Schottland sind Alliierten. Okay, ist gut zu erkennen. Dann eben, hier müssen wir runtergehen. Gehen wir einfach mal hier hin, das sollte eigentlich reichen. Das ist hier der Priester. Jo, ist auch wieder weniger Aufwände, sehr schön. Und gut. Wachstum geht hier auch gerade nach oben. 2,5 ist ein guter Wert. Müssen wir eine Runde warten. Und diese Adelstitel und so Sachen, die kann man leider, glaube ich, gar nicht wechseln zwischen den Löffeln. Wenn jetzt hier auch noch einer wäre. 41 ist noch ein bisschen jung zum Sterben, hoffentlich. Das heißt, also wir können eventuell die Sachen schon rüber schicken, aber ich glaube, so Leute wie Diener und ja, aufpassen, also so Ärzte und so, aufpassen, dass sie nicht sterben, die kann man, glaube ich, nicht übergeben. Was ist okay, der dann Wille sind wir fertig. Jo. Wir bekommen halt noch nicht so viel mit, weil wir noch keine Spione haben, aber die werden wir bald auch machen. Ja, mehr als mein Sultan schickt mich mit. So, Fatimid Kolipate möchte Handelsrechte, die sind wahrscheinlich mit uns, die teilen mit uns eine Region, das machen wir natürlich gerne. Eure Zustimmung ehrt uns. Werden sie auch nicht unbedingt viel stärkender für uns, kann auch
noch stärken. Euer Wort hat großen Wert. Ja. Leb wohl. Das sind unten links irgendwo. Könnte Ägypten sein und so. Spanien hat schon wieder Land bekommen. Land erobert, sehr schön. Ja, Spanien könnte auch hier in der Kampagne noch ein bisschen stark sein. Der ist immer noch hier. Mission ist... Ah, weil er uns auch gegeben haben, haben wir 500 Florins bekommen. Die Mission ist also... Ja, wir haben akzeptiert, deshalb ist die Mission auch in der Fülle. Also, ja. Kann ich etwas für euch tun, Edler? So, machen wir hier auch Trading Rights. Wenn wir vielleicht nicht wir so stimmen nur sind. Unter Zwang zu. Damit endet wohl unser Treffen. Sind wir hier irgendwo zusammen? Ja, knapp nicht oder so. Okay, dann erobert am besten die hier unten. So, die Hauptstadt vielleicht. Was ist der Wille des Hier rechts sind Rebellen, dann müsste ich eigentlich jetzt ein bisschen. Ich glaube, ich gehe oben durch. Na, nach Westen. Wie ihr wünscht, Sultan. Aha. Georgien. Ah, Rebellen, okay. Nein. Dann hier. Nein. Hier raste so, ich, und Sultan. Dann hier. Hier raste ich, Sultan. Ja, jetzt momentan ist Produktion noch nicht hochgegangen. Ja. Okay, Reiter hat der... Ja, Anführer bekommen. Die Erfahrenheit für reitende Krieger, oder? Irgendwie. So, das heißt, der Merchant, der Händler kann gemacht werden, weil wir eben ja, die Taverne geholt haben. Jetzt könnten wir einen Markt machen. Wir könnten eine Shisha-Bar machen. Ja, gibt nur ein bisschen mehr Beliebtheit. Royale Kammern. Karawanenstopp. Okay, wir können Kamelreiter benutzen. Vielleicht setzen unsere Gegner dann viele Pferde ein, die im Norden dann. Deshalb könnten wir eigentlich Kamele auch holen, gut. Oh ja, Spione. Ist Spione noch nicht so schnell. Und das ist ja... Haben wir noch keinen hier? Ich glaube, wir müssen dann irgendwann bald einen hohen Tempel oder religiöses Gebäude. Ich möchte eigentlich. Wo ist denn die Shisha Den? Gibt es auch noch? Den ist ja irgendwie so wie ein Keller. Kompliziertes Farmen. Das ist wahrscheinlich so eine Farmgemeinschaft. Ja, die Straßen sind jetzt am wichtigsten. Dann können wir gleich noch mal was Neues machen. Okay. Belagerungswerkstatt und Waffenschmied. Die Minen vielleicht. Ja, aber komm, wir haben genug Geld, jetzt müssen wir noch nicht minen. Ich möchte Royal Chambers dann. So. Ja, wir haben mehr als genug. Also der Merchant müssen wir irgendwo gut platzieren, sonst kommen andere Merchants, die vielleicht besser sind und nehmen uns das Zeugs weg. Deshalb, ja, hier ist noch die Palisade im Bau. Dann unbedingt hier noch die Farm. So, wir haben gar nicht so viel zu tun. Der Diplomat ist hier unten. Ja, mein Meister. Dann gehen wir mal ganz in den Süden. Hier raste ich, Sultan. Hier raste ich, Sultan. Hier raste ich, Sultan. So, Heilige Römische Reich hat mit Venedig Krieg. Die haben immer sehr früh Krieg. Und ja, okay, Fatumid. Kalibrat ist jetzt sehr gut. Und gegen die Papststaaten haben wir ihn gut erreicht. Okay, positiv. Solange die uns gut mögen, gibt es keine Kreuzzüge gegen uns. Könnte halt auch passieren, aber wir haben den Schirat. Denke ich mal, gehören wir zu. Ja, wir gehören hier zu Islam.
So, wir sehen hier Oströmisches Reich. Ja. Hier auch Istanbul. Und ja, sonst sehen wir noch nicht so viel. Was ist in Kairo und so? Sieht man auch noch nicht. Das müsste ungefähr hier sein. Hm. Kairo ist irgendwie südlich von der Mündung. Nur hier. Aber Bagdad ist cool. Bagdad ist hier oben. So. Also, den haben wir bewegt. Ja, mein Meister. Machen wir mal kurz einen Speicherstand. Ui 4. Und jetzt heute auch noch eine Schlacht. Diesen Part. Wir müssen also noch weit in den Süden gehen. Aber zuerst will ich das auch finden, oder? Die Stadt muss das. Okay, der König von Spanien ist tot. Sehr interessant. Der ist hier gestorben. Wahrscheinlich schon älter als unser. Ihr wünscht? Namen. Wie ihr wünscht, Sultan. Okay, hier ist Namen. Nicht. Wo ist denn die Stadt? Namen. Hm. Hier raste ich, Sultan. Okay, die Finanzen sind natürlich runtergegangen. Ja, ja, verstellt. Fertiggestellt. So, also Seite 29, 30, 49. Ist das Marmor? Das ist Marmor. Okay, Zulfu. Okay, ja, und die Oströmischen. Zu Dienst. Oströmer. Okay, 12 noch. Dann gehen wir mal hier runter. 29, 106. Unbedingt. Sultan, der Morgen wartet. Ich muss mich ausruhen, Sultan. Ja, dann machen wir doch mal noch ein 2. Ah, können wir nicht. Okay. Schade. Müssen wir noch die, den Markt bauen, wahrscheinlich. Zu Diensten. Ich bin so, ich Diener denke. Des Islam. Okay. Ich sollte auch hier runter gehen schon. Ich habe irgendwie das Gefühl, sonst wie angegriffen. Befehle? Sultan! Es ist schwer, also wir haben nicht genug Auswahl. Ich möchte mindestens Bogenschützen noch dabei haben. Bessere Pferde oder eben diese Kamelreiter. Ich muss da noch ein bisschen warten. Die Städte sind ein bisschen zu weit weg, um richtig anzugreifen. Lieber noch ein bisschen warten. Wie viel Zeit haben wir eigentlich? Haben wir hier irgendwo Mission? Okay, es geht noch lange. Das heißt, jo, wir werden einfach so schnell wie möglich da noch eine Armee aufbauen und weiter angreifen. Zu Diensten. Assalamu alaikum. Ja, mein Meister. Ja, jetzt haben wir alles. Okay. Namen. Nee, noch nicht. Wie ihr wünscht, Sultan. Namen. So. Hier rast. Schön. Die Oströmer sind aber stark. Den geht's lange. Ein Geschenk. 2000 Florins. Auch für die reichen Nobelgäder. Ihr wünscht? Namen. Wie ihr wünscht, Sultan. Ich weiß nicht, ob sie aus Aristokraten geht. Also. Wie ihr wünscht, Sultan. Ja, dann bleiben wir mal kurz hier und suchen. Wie hier ihr wünscht, Sultan. Hier raste ja, ich, Sultan. Sind. Gut, die Finanzen sind wieder besser. Und nochmals ein Kind. Auch von diesem Sohn vom Prinzen. Glaube ich. Wo steht das? Ich verstehe nicht, was es ist. Ein Mädchen oder ein Bube? Mädchen oder Bube? Ich stehe hier gar nicht. Können wir das kurz nachschauen? Ein Bube. Zwei Buben. Ah, der ist vom König. Der ist jetzt vom König. Und der heißt ja Istket.
Kerl, der ist vom König. Und der Ältere ist vom Prinzen. Sehr interessant. So, also haben wir hier auch nochmals einen Merchant. Und da haben wir schon einen, ja genau. So, jetzt haben wir ganz viele Sachen. Also im Krieg sind Burgund und Heiliges Römisches Reich, Deutsche Nation. Frankreich gegen England, das ist ja auch ziemlich klar im Mittelalter gewesen. Die haben immer Krieg gehabt. Polen hat mit Ungarn Alliierten gemacht und Venedig hat gegen ja, das Heilige Römische Reich, Deutsche Nation. Ich sag mal Deutschland oder so dazu. Und dafür haben sie auch nicht mehr Zusammenhang mit den Venedigern. Ich weiß nicht, was das genau ist. Aber sie wurden irgendwie zwangsvermittelt und deshalb sind sie ja nicht gerade so. Ah, den Independenzen, also der Zusammenhalt ist weg. Ja, mein Meister. Okay, sie machen jetzt nicht mehr, also ihr getrennte Dinge. Nam. Wie ihr wünscht, Sultan. Nam. Durch einen Knebelvertrag. So, jetzt sind wir perfekt mit Hamdanit-Dynastie. Ich hoffe einfach, dass die nicht so stark wachsen, dass wir noch ein bisschen profitieren können. Doch, sie wachsen schon. Also besser als wir noch. Jo, aber können wir auch ein bisschen zu stärken. So, da haben wir noch das Ding. Wooden Kessel. Jetzt frage ich mich, ob hier ein Kessel gut wäre, weil wir mitten in der Wüste sind. Also wir können konvertieren, aber ich würde jetzt gerne... Ist ja auch keine Stadt, oder? Doch, das ist eine Stadt. Ja. Vielleicht das zur Stadt konvertieren, aber das können wir gerade nicht. Mich. Bimarisch dann. Okay, könnte ein Krankenhaus sein. Ziemlich interessant. Na? So, also da unten. Ihr wünscht? Okay. Zu genau, Diensten. Gerne. Sehr wohl, Sultan. Und mit dem gehen wir wahrscheinlich Sultan, auch hier unten und holen mal zum Beispiel das hier oder das hier. Das andere ist auch Seide, ja. Das ist auch Seide. Okay. Ja, es läuft sehr spannend. Die Gebiete sind eben riesig. Ich hoffe einfach, dass es nicht allzu ein Nachteil ist, aber ich denke nicht. Okay, England wurde gelöst. Und der König ist auch tot. So, also Finanzen gehen auch immer wie besser. Gut. Okay, nochmals Rule. Also noch mehr Chivalry. Saida, mächtiger Sultan. Nam. Nam. Wie ihr wünscht, Sultan. Keine Ahnung, wo die Stadt ich kann dort nicht hin. Hier raste ich, Sultan. Gut, die staubigen Wege sind fertig. Und dafür möchte ich eigentlich nicht Fernkämpfer. Ja, machen wir die zuerst. Das sind Ställe. Ist keine Ställe zu machen? Ja, das können wir ja sehen, wenn wir drei Stadtstufe höher sind. Kommt dann an eine Stelle. So, und mit dem gehe ich direkt hier runter. Schauen wir das die Reise an. Endet für heute. Na? Wie ihr wünscht, Sultan. Der müsst, ja, hier ist die Stadt. Wie ihr wünscht, Sultan. Ägyptisch. Cool. Mekka. Gibt es etwas, das oh, Mekka. Besprechen wünscht? Sehr bekannt. Als Hauptort der Islam. Map Information, bitte.
Ah, das ist der Pfarrer schlecht. Dann geben wir ihm ein bisschen Geld. Nicht Items. Geben wir einmal 100. Das sollte reichen. Nein, wir wollen nicht ihm gehen. Wir wollen da unten Map Information. Very demanding, das heißt nicht gut. Dann mache ich doch mal Single Payment. Mache ich doch mal 300. Geht das nicht hoch, weil es heißt, es ist gut. So. Wenn ich jetzt 500 angebe, sollte das eigentlich. Ja, es geht nicht hoch. Dann weg. Einfach 100. Macht's ja weiter, um den Sultan wütend zu stimmen. Das kostet so viel, ich will doch ihnen nicht so viel geben. Wir könnten sie eigentlich böse machen und dann die angreifen. Sie sind very, also sind sehr, sehr leicht, sehr, sehr schwach, genau. Ich mach mal den Preis einfach runter. Mach ich mal auf 4000. Balance, okay. Ein wohlüberlegter Vorschlag, Sally. Ich akzeptiere. Und jetzt haben wir die Map-Information? Das verheißt nichts Gutes ja, für die Zukunft. Das hilft uns schon viel weiter. Genau das ist das, was ich wollte. Wir haben einen guten Verdienst. Wir verdienen jetzt auch durch den zu Diensten. Merchant, oder? Bringe neuen Handel. Haben denen Land, Geld Soldaten. Gegeben, damit sie nicht so schwach sind. Zu Diensten. Greifen hoffentlich die Türken an und nicht uns. Das wird aber, ja. Was ist okay, der Wille des Sultans? Die brauchen ja auch Schutz gegen zum Beispiel Venedig Na, oder so. Hier raste ich, Sultan. Römische Reich. Hier raste ich, Sultan. Hier raste ich. So, dann müssen wir hier nicht mehr weiter. Haben wir hier oben irgendwo eine andere Stadt. Da haben wir noch die Römer. Und hier drüben ist. Was? Das ist ein Riesenreich. Ägypten war ja mega groß. Wow. Wo ist denn Ding? Die Berber? Sind die da unten dann? Müssten eigentlich hier unten sein. Wow, das hat sich aber gelohnt. Wir haben auch hier, oder? Ja, mein Meister. Also, dann haben wir hier noch. Schottland ist im Krieg gegen England. England hat langsam viel Krieg. Venedig ist alliiert mit Dublica. Könnte irgendwie so Serbien sein oder so. Und der Pfad ist blockiert. Ja, wegen der Stadt. Okay. Blockiert. Also wir sind aber irgendwo reingelaufen in die Nebel des Krieges. Also, da ist immer noch perfekt. Ja, noch perfekter. Mit dem Pfad mit. Saida, mächtiger Sultan. Beziehung. Zu Diensten. So, wo haben wir den Merchant? Zu Diensten. Leider tue ich euch ein bisschen stören damit. Ja. 106. Sultan, der Morgen wartet. Ich muss mich ausruhen, Sultan. Der Morgen stirbt nie. So, sind wir auch fertig. Ja, und da dauert es noch. Ihr wünscht? So. Okay. Was ist gerade Kroatien? Kann man sagen. Das sind coole Reiche. Ich kann jetzt natürlich noch nicht alle. Okay, die Finanzen sind wieder schwächer geworden. Von 50 auf 76%.
und nochmals besser geworden. Der ist ziemlich gut, der Prinz. Der hat schon 3 Chivalry. Muss ich auch mal kurz nachgoogeln, was das heißt. Und Autorität +1. Ja, und die sind auch sehr glücklich über uns. Zu Diensten. Papster. Zu Befehl. Papststein. Ich beginne neue Handel. Zu Diensten. Ja, nehmen wir neue Handel. So, dann schauen wir noch kurz. So, jetzt sind wir +2. Jetzt haben wir mehr Islam als Schia. Das hilft uns sehr weiter. Und hier müssen wir den Weg nehmen. Sollte schon eine Burg machen. Hm? Ich weiß nicht, ob ich das denn verlieren oder das Land. Ja, wir brauchen schon eine Burg mindestens. Vorplanen müssen wir. Ach komm, konvertieren wir. Also eine Burg brauchen wir einfach für den Anfang, damit wir Krieg machen können. Gut. So langsam sind ja die Rebellen auch weg. Oben haben wir noch Rebellen und hier ganz unten. Aber die werden wahrscheinlich von Ägypten erobert. Und die da oben könnten von den Römern oder den Georgiern erobert werden. Müssen wir ein bisschen schauen, aber unbedingt eine Burg brauchen wir. Hier sehen wir die Stadt nicht und hier oben war... auch keine Stadt sichtbar, nur die. Das ist nur ein Dorf. Was ist der Wille des Sultans? So, jetzt schauen wir, dass wir hier die wie Stadt ihr wünscht, finden. Sultan. Kurz. Na, wie muss ihr wünscht, sein. Sultan. Die Gebiete sind nicht so groß. Ah, wahrscheinlich ist es einfach die hier. Das ist ein großes Gebiet, also deshalb gehen wir einfach na, hier hin. Hier raste ich, hier. Sultan. Hier raste ich, und der Sultan. Andere... des Islam. Da. Was ist der Wille des Sultans? Der Diplomat geht. Ja, der geht jetzt hier. Na, hier raste ich, Sultan. Assalamu alaikum. Religion unterschiedlichen Völkern sein. Kriegen, kämpfen die Gänge uns. Ja. Also, Chivalry ist irgendwas. Ja, Ritterlichkeit heißt es genau. Das sind nicht die Pferde oder so, sind einfach die Ritter auf den Pferden. Genau, jetzt habe ich es herausgefunden. Okay, also das kann ich überspeichern. So, zu viele Speicherstände sind ja nicht so gut. Dann Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Euer Drago Basler. Tschüss.